es gab einen 24-Stunden-Dienst an dem Donnerstag am 9. Und ich war praktisch eingeplant, den ersten 24-Stunden-Dienst zu machen. Zum Abendbrot gegen 19 Uhr habe ich mir die Pressekonferenz angeschaut von Schabowski und eben diesen Satz gehört, dass die DDR-Bürger ab sofort unverzüglich ausreisen können. Ich habe sofort das Abendbrot beendet und habe meinen Vorgesetzten angerufen, Oberst Ziegenhorn damals, und ihn gefragt, was wir tun sollen, wenn die DDR-Bürger ankommen. Er sagte, wegen diesem Blödsinn brauchst du doch nicht anrufen, oder sind schon welche da? Ich sage, nein, bis jetzt noch nicht. Nach einer Stunde ungefähr waren da die ersten über 100 Personen da. Und ich habe da von Oberst Ziegenhorn in Kenntnis gesetzt. Er sagte, schickst du nach Hause, schickst du wieder zurück. Aber es wurden immer mehr. Aus den Hunderten wurden dann 1000. Ich habe dann, als dann noch mehr Bürger vor uns erschienen, wieder den Oberst Ziegenhorn angerufen und ihn gebeten, etwas herbeizuführen, irgendeine Maßnahme, irgendeinen Befehl. Und er sagt zu mir, ich kann dir auch nicht helfen, Jäger, aber hör mal zu, was sie dort oben sagen. Und mit die dort oben meinte er das Ministerium für Staatssicherheit, also den Minister selber oder einen seiner Stellvertreter. Nach diesem Anruf rief dann ungefähr so 5-6 Minuten später Oberst Ziegenhorn an und teilte mir folgende Weisung mit. Alle DDR-Bürger, die provokatorisch in Erscheinung getreten sind, herauszulösen aus den Massen, die vor uns standen, und diese Bürger einen Stempel aufs Lichtbild des Personalausweises aufzudrücken und sie ausreisen zu lassen. Aber mit der Maßgabe, dass sie nicht wieder einreisen dürfen. Zur Tarnung der ganzen Sache haben wir dann auch andere DDR-Bürger ausreisen lassen können und ihnen den Stempel auf die rückwärtige Seite des Ausweises aufgedrückt. Die durften dann wieder einreisen. Und ich habe dann Oberst Ziegenhorn nochmal davon in Kenntnis gesetzt, dass diese Lösung keine Lösung ist. Und er sagte mir, Jäger, ich habe dir gesagt, was du zu machen hast und mehr nicht, und hat einen Hörer wieder aufgelegt. Es war praktisch auf mich allein gestellt die ganze Nacht. Und wenn man so allein gelassen ist, sich von allem verlassen fühlt, das ist eine Situation, das ist schrecklich. Einfach, die ist wirklich erbärmlich. Sie waren alle überfordert. Und vor allen Dingen, es wollte keiner machen. Das Schlimmste dabei, oder für mich das Schlimmste war, dass die politische Führung und die militärische Führung an diesem Abend völlig versagt hat. Dass sie praktisch neben ihrer Bevölkerung stand. Dass sie praktisch nicht wusste, wie die Bevölkerung denkt und was die Bevölkerung wünscht in dieser Nacht. Und das alles zusammengenommen war dann praktisch der Punkt oder der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du selbst handeln. Und habe dann befohlen, die Kontrollen einzustellen und alle DDR-Bürger ausreisen zu lassen. Ohne unser Zutun hätte es Panik ausbrechen können. Oder wenn die DDR-Bürger aggressiv in Erscheinung getreten wären, wenn sie uns mal wegen angegriffen hätten. An der Grenze waren wir bewaffnet mit Pistole, ständig am Mann. Und obendrein hatten wir noch 6 bis 8 Maschinenpistolen. Und die Grenztruppen, die wir hier hatten, das waren insgesamt 3 Mitarbeiter der Grenztruppen, die waren ja auch bewaffnet. Wenn jemand den Nervendurchgang wäre, ich die Folgen will ich mir nicht ausmalen, die da entstanden wären. Also die ersten Jahre habe ich immer mit Schrecken dran zurückgedacht, weil mir immer wieder vor Augen kam, was hätte alles passieren können. Und da läuft mir heute ab und zu noch ein Schauer im Rücken hinten runter. Es hätte alles passieren können, von dem Blutbad bis sonst wohin. An der Grenze wurde kein Spaß gemacht. Die Grenze war ein ganz sensibler Bereich. Wenn dort irgendwelche Provokationen geschehen wären oder andere Ausschreitungen, dann hätte das ein bitteres Ende genommen. Und das musste in dieser Nacht verhindert werden. Stolz können wir, die an diesem Abend mit Dienst hatten, darauf sein, dass wirklich nur Freudentränen und etwas Angstschweiß lief und kein Tropfen Blut an dem Arm geflossen ist.